Das muss hier hin. Hallo. Das hier drüben. Hallo. 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 Herzlich willkommen zu meiner Vorführung. Ich mache Nein, wir nehmen niemanden auf. Ich habe gehört, hier ist ein wunderbares Land der Freude und Sie brauchen noch dringend eine Wombat-Züchter. Wir züchten keine Wombats. Ich kann Wombats züchten. Ich kann aus jedem Tier. Aber wir haben doch gar keine. Ich kann aus jedem Tier machen Wombat. Zuerst. Erste Stufe. Machen Sie aus der Krabbe einen Wombat. Erste Stufe der Fusion ist, du musst Kacke machen von rund, musst du Kacke machen im Viereck. Dazu gibt es einen kleinen Darmtrick, den ich gelernt habe von meinem Großvater Bilophikos. Okay, Moment mal. Warum muss jeder Beruf irgendwas mit Kacke sein? Das kann doch nicht sein, dass alles hier sich um Kacke dreht. Ist wichtig, alle machen und deswegen verdienen viel Geld damit. Milliarden also Kacke gleich Milliarden Dollar. Ist eine einfache Rechnung. Ich weiß nicht, Sie brauchen auch, glaube ich, noch gute Mathematiker hier an Insel. Sie sind echt verwirrt, oder? Wir machen... Die Fusion Stufe 2 ist, wenn Kacke erstmal würfelig, dann langsam... Ja, aber wie wird's denn dann zu einer Bombe als Elektrodmunition, by the way, rum? Dann langsam wächst die Fell und dann siehst du... Also wir wollen jetzt sagen, dass Wombats quasi aus Kot gedeihen. Quasi beginnt mit Stufe von Kot und dann wird Wombat. Das ist völliger Schwachsinn. Jeder Jäger sieht, oh, viereckige Würfelkot muss sein Wombat. Geht hinterher, schießen, Wombat tot. Was? Nein! Doch! Einfach nein, nein, ich, absolut Wombat nein! Ich, Wombat-Züchter, Cousin Bilophilus ist Wombat-Jäger. So, wir machen Geld. Ich mache neue Wombat, er kaputt. Dann verkaufen Fell. Okay, ihr seid mir einfach zu doof. Können wir nicht irgendwas raiden? Können wir nicht einfach ganz normal... Wann spielen wir endlich mal ganz normal? Wie so ganz normale Menschen? Wann spielen wir mal ganz normal ein Videospiel? Einfach so. Ja, einfach nur so, ja, wir spielen vor uns hin, erleben Abenteuer. Ich hab noch mega viel Erz in der Tasche von der Last Isle. Ja, Erzkiste haben wir da hinten. Mr. Last Isle. Ist doch hier, oder? Da ist auch Nein, Erz. Nein, ja, da ist Erz, aber da hinten war kein Erz. Da hinten ist Onkel Bilusch's Kiste. Onkel Bilusch's Kiste. Oh, Bilusch macht gute Kiste für ihr gutes Volk. Onkel Bilusch's Zauberkiste. Ist magische Kiste. Ach, ich. Also, wir könnten jetzt noch so ein Tiny Raid machen. Tiny Little Raid? Ja, bevor halt die anderen alle kommen, aber vergiss nicht deine Rüstung abzuschleifen. Ja, habe ich schon reingeschliffen ordentlich. Immer schön reinschleifen mit der Rüstung. Schön reinschleifen, schön Bosscut jetzt. Schön Bosscut. Jetzt schön. Aber voll auf Hase und gebürstet. Voll auf Hase und Igel gebürstet. Frauen übergeben sich nicht mehr, wenn ich einsteige in Bahn. Hast du Idee? Ja, wie wär's mit deinem Bosscut? Bosscut. Mein Edgar war nicht Mobbing genug, jetzt ich brauche neu. Gut, machen wir Bosscut, siehst du aus wie Playmobil. Kann ich früher, wenn ich aus Badezimmer gestylt gekommen bin, Freundin hat gekotzt, jetzt nicht mehr, musst du ändern. Früher Haare haben Abtreibung gemacht, jetzt nicht mehr. Alter, und das ist ja auch noch so eine kleine Hütte. Ja, springst rein ins Baba-Boot oder hast noch Kram? Ich bin hier noch ein bisschen am Lunsen gerade. Wir haben auch kein Wasser mehr für unterwegs. Warte, ich trinke nochmal hier zwei Schluck. Ist schon noch Wasser. Hier, da haben wir doch Gläser gehabt. Ach da. Flaschen. Ne, Tassen. Ich nehme mir mal eine Tasse. Oder Tassen. Mit. Ich nehme mal so eine Tassi. Schöne Tassilo hier. Meine Tasse hängt wieder tief. Eine transzendentale Tasse. Mann, setzen Sie sich mal rein. Das ist gut. Mal, muss ich das reparieren? Habe ich ja schon die ganze Zeit gefragt. Ja. Der hat normalerweise 5000, der Jetstream, und unser hatte nur 500. Okay, vielleicht kam deswegen die komische Rauch. So, warte. Ich kann fahren und reparieren. Alter! Drive and Repair, New Technology, Alter. Was ist das für ein Felsen hier, so ein einsamer Fels? Guck mal hier. Apartments. Ist unter Wasser aber, ne? Apartment. Mal gucken, was da geht. Ja, können wir mal. Uiuiui, alter Big City Life hier unten. Ich bin turbo schnell. Ich bin halb Delfin, weil ich hab Delfin-Genetik. Boah, Essen gab's hier ganz viel. Ich hab Gum-Gum. Für deine Sum-Sum. Aber dann können wir nicht mehr raiden gleich, weil die Taschen voll haben. Wir gehen ja eh schlafen, das wäre eh so ein Mini-Ding. Das können wir hier leer räumen, dann gehen wir pennen. Würde ich sagen.
Na gut, machen wir es so. Da machen wir einen kleinen Hayabubu. Boah, Alter, ich habe so viel Futter. Ich muss danach wieder selbst Luft in die Flasche blasen. So, ja gut, das ist ja kein Problem. Ich war gut gebläst, immer. Gut gebläst, ich gemacht. Nach Züchtung von Wombat bläsen ist bei mir zweiter Platz in Weltrekordhaltung. Hast du mal so eine Fackel geworfen? Nee, warum ist die gut? Keine Ahnung, ich hab die jetzt mal alle weggeschmissen. Wir haben davon so viele von den Dingern. Ich durchwühle noch einen Truck. Ja, das ist, du kannst das Zeug auch irgendwann gar nicht mehr unterbringen, ne, was du hier alles findest. Ja. Kann das alles nicht unterbringen. Ich kann es auch psychologisch nicht mehr unterbringen, was hier passiert. Nee, nee, nee. Deswegen redest du auch nur noch von irgendwelchen komischen, wirren Dingen, ne? Früher haben deine Sätze mal Sinn ergeben. Der Therapeut von meinem Therapeuten hat gekündigt. Ist halt auch ein extrem verwirrter Mensch. Ah, so. Ich habe wieder so einen hyperallergenen Teppich hier unten gefunden. Was ich alles gefunden habe, kariertes Sofa. Eine Vinylmaschine. Wie viel Prozent haben wir jetzt von denen? 16%? Alter, wie groß sind denn die Apartments? Na, die gehen richtig rein. Die Apartments gehen richtig rein, ne? Die dreht man sich richtig. Ja. Geht voll ins Auge, die Dinger. Aber meine Flasche ist jetzt leer, sollen wir wieder zurück? Klar, können wir machen. Es ist 18:30, können wir noch ein bisschen einsortieren. Ein bisschen bauen, ich will mal gucken, ob ich oben ein bisschen was hinbaue. Ich glaube, eine Schnake wollte gerade mein Zahnfleisch essen. Ah, weil es so schön gammelig ist, ne? Schönes Gammelzahnfleisch, schön am Gammelzahn da vorne. Ist so schön faulig. Oh, Sie haben so schöne schwarze Zahn. Darf ich vielleicht berühren mit meiner Zunge? Nein, was sind Sie für Perverse? Oh, würde es Sie stören, wenn ich schwarze Zahn mit Zunge ablecke? So, warte mal. Ich will Baba bauen. Dazu brauche ich jede Menge Metallsäulen. So, warte, sortieren. Alter, ich habe voll den krassen alten, so eine alte Videospielkonsole habe ich hier. Ich habe einen Stoff. Wir haben so viel Zeug, Junge. Ja, es ist... Es hat irgendwie Überhand genommen. Wir haben nicht mehr Platz im Lebensmittelbehälter. Damals hat man noch Hunger. Böse eskaliert. Ich werde das mal ein bisschen hier rumbauen, damit wir einfach auch mal Eisen verschwenden. Und mal die Etage oben ausbauen. Ah, ist noch nicht Schlafenszeit. Nee, nee, das dauert noch ein bisschen. Hat er das runtergesetzt? Das hat er geändert, oder? Was meinst du? Es war früher immer schon um 19 Uhr Schlafenszeit, weil jetzt ist auch das Ding Weiß voll. Weiß es nicht. Dieses runde Ding ist voll, aber es ist angeblich keine Schlafenszeit. Dann trinke ich noch eine Limo. Dann trinke ich noch eine Limo. So. Und das brauche ich wieder hier. Pfeiler. Und dann... wieder Dach. Muss dann irgendwann hier halt Beleuchtungsmöglichkeiten reinsetzen.
Achso, oh Mann! Was ist los? Hey, dieses Kabelverlegesystem. Bisschen schwierig. Immer noch keine Schlafenszeit. So. Das ist halt ein sehr unnatürliches Licht, ne? Ja, ja. Hier, schlafen. Ich kann schlafen. Dann, let's go. So, hau ich das wieder weg. Ja, und oben kommt dann irgendwann so ein Panzergarten rein. Panzergarten? Ja, ja. Eigentlich wollen wir ganz viele von diesen... Züchten Sie da Petunienpanzer? Ich züchte Panzer da oben für die Russen. Für die alte Welt. Ich mache Panzer für die alte Welt. Moment, ich brauche nur noch hier. So. Dann hätten wir das. Sehr, sehr spannend, deine Architektur. Sehr, sehr schmendelig. Ja, das müsste man hier Tür hinbauen. Dann hier. Kann man denn keine Tür bauen? Na doch, hier. Und dann... Na, habe ich nicht mehr genug. Wie habe ich die denn nochmal hergestellt? Farbe. Irgendwo habe ich mal Farbe hergestellt. War die... Ich glaube, die hier. Sind... Nö. Warte. Ich sammle noch ein bisschen, obwohl so viel Holz ist dann auch nicht mehr da zum Sammeln. Holz ist immer gut. Holz ist immer gut. So. Oh, das ist ja so richtig schöner 70er-Jahre-Tapete-Anstrich hier. Sieht aus wie das Badezimmer von meiner Urgroßmutter. Ja, ja, ne? Das ist ja toll. Kannst du auch noch eine Toilette bauen zum Reinkotzen? Warte mal, wenn ich jetzt hier auch Tapete mache... Ah, die Tür bleibt. Okay, das ist gut. Dass wir noch keine Toiletten gefunden haben, ne? Ja, ja. Oh, guck, das kannst du hier hoch. Da oben ist Dachgarten. Jetzt können wir, keine Ahnung, raiden gehen und Leute belästigen. Was wir halt so machen. Was wir halt so machen, jo. Leute belästigen dies, das. Hä, wo ist denn unsere Samenkiste? Ach, hier. Hab ich hier noch irgendwas? So. Im Boot ist nichts mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich habe leer geräumt. Ich habe leer geräumt. Wahrscheinlich, Mr. Wedder, ich habe geräumt leer. Ja, ist leer. Ah, jetzt haben wir hier so einen wunderschönen Glaskubus. Und oben, dann bauen wir noch eine Etage höher und machen uns da so ein richtiges Wohnzimmer. Ja, so richtig rein. Penthouse. Wir bauen eigentlich so einen richtigen Tower. Ja, ja. Und dann lachen wir über die Delfine. Ja, wir lachen die aus, weil sie mit ihren dämlichen Blaslöchern da unten so rumschwimmen wie die Idioten. Yeah. Und sich für irgendwie was Besseres halten, die Drecksviecher. Ja, eben. Drecksblaslöchern. Total schmutzig, die Dinger. Mit ihren Schmuddellöchern. Denkst du, ein Delfin müffelt aus dem Loch? Weiß ich nicht, vielleicht. Wie kann was, was so lange und also was permanent unter Wasser ist, so stinken? Waren wir da schon? Nee, ne? Hinter der Raffinerie? Nee. Boah, wo ist Alter, eigentlich das ist der... wieder so eine Rieseninsel. Wir können das nicht alles looten, ey. Das ist wild. Wir müssten eigentlich mit zwei Motorbooten hinfahren. Die Ruineninsel. Die treibt dich in den Ruineninsel. Die Urininsel.
Die Pipikaka-Insel. Die Sklavenhändler, die sind eh voll sauer schon, ne? Die sind richtig mad auf dich, weil du halt die Mutter vom Sklavenhändler beleidigt hast. Irmgard-Sklavenhändler. Irmgard. Ein langes Geschlecht von Sklavenhändlern. Okay, mein Name ist Irmgard-Sklavenhändler. Guck mal, früher war es, also so, es gibt den Namen, Nachnamen Bäcker, Schneider, Reiner und so weiter, ne? Vielleicht gab es ja auch mal den Nachnamen Sklavenhändler, weil es war auch mal ein anerkannter Beruf. Weißt du, und dann gibt es eine Familie, die hat den Namen voller Stolz behalten, während alle anderen Familien sich umbenannt haben in irgendwas anderes. Haben die gesagt, boah, nein. Alter, wie präzise die sind, ne? Du guckst da durch so ein Fenster und... Au, ja, halb tot, wow. Irgendein Sklavenhändler macht keine Gefangenen, du. Das sage ich dir aber. Alter, was? Die rasieren uns, ne? Ich hab einen Typen mit einer Granate gesprengt gerade. Oh, da oben ist auch noch einer drin. Da kommt auch noch eine. Ist ja wirklich so eine kleine Stadt, ne? Er ist aus dem Fenster gefallen. Das ist so eine Little City irgendwie. Aua, aua! Alter. Es fehlen halt NPCs. Also NPCs, mit denen man irgendwie was machen kann. So Quests und so. Naja, so ein bisschen Story-Zeug halt, ne? Ja. Boah, Alter, die schießen ja aus allen Fenstern und... Na, die Sklavenhändler scheinen ziemlich dominant zu sein. Sklavenhandel hat sich mal wieder durchgesetzt. Ist auch auf der Rückseite der Insel? Ja, boah, da sind zwei Stück drin. Wow, wow, ich geh von hinten rein. Von hinten gibt mir auch noch einer. Hat mir gerade noch einer gegeben irgendwo. Boah, da sind zwei einer sogar. Hab ich erschossen. Einen habe ich. Ich hab den in der Bude. Der ist weg. Boah, Alter, hier sind voll viele. Achtung, ich geh von hinten drauf. Das bin ich. Frieden. Damit haben wir die Insel der Sklavenhändler befriedet. Noch nicht. Oh, ich hab High Heels B. Ich hab Friedensmusik, du nicht? Jetzt ja, aber gerade in die andere Richtung. Da war noch was irgendwo, glaube ich. Ja, irgendwo, wenn ich hier runtergehe. Wir müssen uns auch noch Medikamente oder so machen, irgendwie, ne? Ja. Jetzt ist halt nur die Frage, wie kommen wir an den Gyrocopter? Der fehlt uns ja noch, der Gyrocopter. Kann man den nicht irgendwie bauen? Den kann man irgendwo erlernen. Da haben auch Leute schon irgendwo mal reingeschrieben, ganz oben rechts. Kann man den finden oder sowas? Da müssen wir dann im Zweifelsfall nochmal nachprüfen, ne? Hier ist noch Musik und es hat auch gerade noch jemand geschossen. Alter, hier, was ist das denn für ein Brunnen? Ach, da hockt noch einer. Mann, ich wollte ihn überraschen. Und? Hat er sich gefreut? Ja. Ja, hier gibt's wieder super viel Loot, ne? Richtig fortgeschrittenes Looting. Ich werde schon wieder so eine Kampfmelodie. Ist da noch einer? Hört ja gar nicht mehr auf hier, die Kämpferei. Ne, ist er ist. Hier rüber gehe, dann kommt noch Melodie. Melodikdai. Melodadadai. Hier hört's wieder auf.
Vielleicht da oben? Irgendwo da, wo du bist, ist noch Musik auch, ne? Ja, ich höre Musik. Da, wo ich bin. Vielleicht ist er irgendwo oben drauf. Aber wie kommt man da hoch? Von innen nicht. Nee, da kommt man nirgendwo hoch. Weiter hoch geht's nicht, da ist Ende. Ich sehe ihn auch nicht. Nicht, wenn ich jumpe. Oder ist wieder irgendwo unter dem Meer. So, ich muss mal ein bisschen was ins Boot werfen, denn ich bin so prall. Ja, dieses Jetski-Boot, was wir da haben, das ist auch ein Bauplan gewesen, den ich gefunden habe. Ich dachte, man kann ihn vielleicht erlernen oder so, weißt du? Ja, man kann ihn erlernen. Ein Fernglas brauchen wir eigentlich auch nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir haben schon mehrere in irgendwelchen Kisten. Deswegen. Und wann nutzen wir das Zeug? Das Boot ist auch schon wieder voll. Damit ist das Boot schon wieder offiziell voll. Dekokram kann auch nützlich sein, weil wir halt noch dekorieren wollen. Was ist denn das? Voll gepackt, das bin ich. Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Dein Aussehen hat sich nämlich sehr verändert. Echt? Warum? Weiß ich nicht, warst du nicht, sonst hat sie nicht immer so einen roten Pulli. Ja, ich hätte so ein rot gestreiftes, ja, habe ich gegen das hier mal ausgetauscht, weil ich einfach gedacht habe, es wird Zeit mal ein bisschen. Hier, schon wieder Melodie. Jetzt nicht mehr, hä? Wenn ich hier an das Gebäude gehe, geht auf einmal die Melodie ab. Als würde da oben einer irgendwo noch Party machen. Keine Ahnung wo. Jetzt bin ich wieder in der friedlichen Zone. Ja, ja. Nur um das Haus herum da quasi. Oder am Haus direkt ist... Alter, ein Ölgemälde, Radio, Zigarre. Oh, hier ist auch nochmal eine Kiste mitten im Müll. Oh, cool. Ach so, das ist eine Maske. Naja, nee, bleibe ich bei der Gasmaske. Sieht schon cooler aus. Huh? Was war das? Hier schießt was. Ah. Hast du ihn? Nee, ich habe auch voll wenig HP. Komm mal. Wo ist er denn? Da oben im Fenster war er gerade. Obere Etage. Kommt mich denn da hin? Ich weiß nicht, ich habe ihn einmal gehittet. Wo ist er jetzt denn? Ah ja, da drüben kriecht er rum. Da oben sind auch Sachen zum Looten, aber wie kommt man da hin? Da ich da hinten über den blauen Container? Ja. Achtung, der rennt da rum. Alter, hätte mich fast gekillt. Boah. Kranker Sack. Richtig kranker Typ. Psych, Alter, Psych. Und Sau. Kann nichts mehr mitnehmen, yes. Na, wir sind voll. Bringe euch Liebe. Na komm, fahren wir heim. Fahren wir heim. Ja, fahren wir heim. Die wichtigsten Dinge haben wir ja. Ich will noch ein bisschen Gummi abzwacken aus dem Reifen. Aber so im Großen und Ganzen. Ja, jetzt müssen wir halt gucken, die nächste Etage ausbauen, Barbies Traumhaus nachkonstruieren. Ja, eben. Man und dann singen wir I just can, well she, but I love, she sees a friend. Oder wie geht das Lied? Ich weiß nicht genau. I just can, and I'm great at doing things. So singt er doch. Hey, check me out, and I'm fine for you, I'm just Ken, and he's great at doing stuff.
den Grosling. Grosling? Ryan Grosling? Gibt's da nicht Brian Grosling, den Pornodarsteller oder sowas? Gibt's da sogar wirklich? Brian Grosling. Er arbeitet in Fistlaboren für Kreis Industries. So, dort unten wird die Konsistenz von Butter erforscht. In den Filzlaboren. Ja, bei uns gibt es die alte Filzfabrik. Oh. Da wird mit den Fingern gefilzt. Mit den Filzfingern. Mein Urgroßvater war Fingerfilzer. Dritte Generation. Na gut, dann war's das, ne? Ja. Feierabend, du. Feierabend, ja. Hat geknechtet, ne? Schön geknechtet. Ja, ne? Ich will noch nichts sagen, du. Oh, riech schon rein. Ja, die Seuche. Leute, ihr wisst ja, wie es läuft. Bewerten, kommentieren, all den Kram, den man macht, wenn man anständig erzogen wurde. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.